Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Doctor Who, die Unendlichkeitsuhr. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Cyberman-Fabrik angekommen. Neu berechnet. Eindringlinge umgehend löschen. Müssen wir mal gucken, wie wir uns hier erwehren. Nicht autorisierte Anwesenheit. Nein, perfekt. Nicht schießen. Och, oh. Oh Mann. 4006 Menschen abgegradet. Verarbeitung wird fortgesetzt. Hier kriege ich ja gerade ordentlich eins auf den Deckel. Ja. Wir müssen weiter und die Steuerung erreichen. Achtet mich nicht, alles gut. Nein! Oh! Gerade. Nein! Okay. Systeme arbeiten auf maximaler Effizienz. Quatsch! Da doch nicht! Gerade wo ich. Die Menschen werden abgegradet. Gedacht habe, ja, ich hätte es geschafft. War nix. Kann ich mich hier vorbeischleichen? Suche nach menschlichen Zielen fortsetzen. No. Okay, versuchen wir es auf ein neues. Datendownload läuft. Ach, der Sprung hat sogar geklappt. Und dann gehen wir noch eins weiter hoch. Oberste Priorität. Wow. Energiequelle verteidigen. Oberste Priorität. Energiequelle verteidigen. Nein. Okay. Oh. Geschafft. Kompromittiert. Kritisches okay, Systemversagen. River. Jetzt machen wir dasselbe nochmal mit dir. Halt. Es ist der Time Lord, genannt der Doktor. Er muss gelöscht werden. Löschen, löschen, löschen. Es ist der Time Lord, genannt der Doktor. Er muss gelöscht werden. Löschen, löschen, na, komm. Löschen. Systeme arbeiten auf maximaler Effizienz. Ja, komm, einfach vorbei, komm schon. Systemcheck läuft. Abschnitt gesichert. Ah, Mist. Patrouille fortsetzen. Nur, wow. Nein. Ah, sieht nicht gut aus. Okay, dann einmal hier rum. Die kommen ja von der anderen Seite. Datendownload abgeschlossen. Och, Doktor, du stehst ganz cool darum, ja? Hi, Doktor. Hat irgendwie nichts gebracht. Ach, da muss. Ah, nee, ich muss hier runter. Einmal oben, einmal unten, ne? Oder so. Hi. Datendownload abgeschlossen. Informationen werden verarbeitet. Oh Gott. So, durch. Nee. Oh nein. Abschnitt gesichert. Patrouille fortsetzen. Na, no. Patrouille. Keine Feinde gesichtet. Und, Eindringling entdeckt. Nö, es ist schon okay. Komm, lasst mich doch einfach. Datendownload abgeschlossen. Informationen werden verarbeitet. Einmal geheilt. Suche nach menschlichen Zielen fortsetzen. Okay, wenn wir hier schleichen, erwischt uns vielleicht trotzdem. Eindringlinge finden und auslöschen. Okay. In der
in dem passenden Moment ducken bringt anscheinend doch was. Okay, ich habe hier so null Plan. Au. Au, au, au. Da war ein Au da. Ah. Patrouilliere. Keine Feinde gesichtet. Na komm. Lauf, Mädchen. Energiequelle gefährdet. Eindringlinge dürfen Energiequelle nicht erreichen. Dürfen wir nicht? Beachtet mich gar nicht. Ich laufe euch nur nach. Ich gehöre zu euch. Ich bin einer von euch. Einer von uns. Okay. Ja. Nein. Und durch. Okay, dann müssen wir hier drüben noch. Ja, nein. Ah! Da. Eins hoch und eingeloggt. Ja. Ionischer Kern überladen. Kritisch. Verarbeitung beendet. Wir sind zerstört. Wir sind zerstört. Wir sind zerstört. Zur TARDIS. Du musst das Ende des Zeitkorridors erreichen, um Zugang zur TARDIS zu erhalten, indem du dich von Plattform zu Plattform durch den Korridor bewegst. Nicht schwerer als das. Finde eine Plattform in der Ebene vor dir, die deine derzeitigen derzeitige anschließen wird. Wenn wir verbunden sind, musst du ein paar Sekunden Zeit, um auf die Plattform zu springen. Wenn du die Plattform, auf der du stehst, dreimal vom Blitz getroffen wird, wird sie zerstört. Okay. Hallo? So. Ah, nein. Oh, ich bin ja doof. So. Dann. So. No. Wow. Das, Na, komm, dreh dich doch jetzt. So. Ich muss weiter. Na. Hör mal. Kann ich überlappen? Ja, das geht sogar. Ja. Das kann man so machen. Das kann man auch so machen. Das ist anders als alle Zeitkorridore, die ich jemals gesehen habe. Alles ist im Wandel. Chaotisch. Okay. Hat hingehauen. Was auch immer das ist, es kann Zeit auf eine ganz besondere Art manipulieren. Stabile Zeitkorridore mitten in einem Zeitmalstrom aufzubauen, ist nicht einfach. Aber die anderen Korridore... Die brachten uns direkt zur TARDIS zurück. Wie kann das sein? Als würde man festsitzen im Whirlpool. Der Weg nach draußen führt durch die Mitte.
Exakt, aber nicht ganz exakt. Der Whirlpool ist so groß wie das Universum und es gibt keinen Weg raus. Dieses Ding hier aber, dieses Ding, mächtig genug, um in jede Richtung durch den Sturm navigieren zu können. Da sind ja auch noch andere. 3 mehr. Und sie reden miteinander. Temporalharmonien, sie wollen sich angleichen. Wellenlängen schneiden durch Zeit und Raum. 4 davon und sie spielen Zeitraum-Tauziehen. Schlaue alte TARDIS, das Loch verstopfen. Boah, dann geht schon wieder weiter hier, wa? Ein Teil haben wir geschafft. London Bridge, die erste. Die gute. Der Zeitkorridor hat sich geschlossen. Suchen wir nach einem anderen Weg nach draußen. Da drüben. Noch ein Zeitkorridor. Wir müssen über die Zugbrücke, um ihn zu erreichen. Dann müssen wir zuerst einen Weg finden, sie runterzulassen. Na, dann suchen wir mal... Ah! Das wollte ich jetzt noch nicht. Na. Verschlossen. Okay, kann nur von außen geöffnet werden. Ah, dann wollen wir mal. Mal, kommen wir auch da hinten lang? Ja, ne? Hallo, River? Nee, also müssen wir wahrscheinlich doch in die Richtung hier. Die Steuerung für das Torhaus ist auf der anderen Seite der Wasserräder. Ja. Und voll ins Wasser gesprungen. Jetzt machen wir selbiges für River. Achso, bei ihr bleibt mal ganz easy peasy ganz normal stehen. Okay, kann man machen, kann man machen. Auf der Themse heute. Die Schiffe versuchen wahrscheinlich aus diesem Sturm rauszukommen. Gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, dass das ein 100%ig natürlicher Sturm ist. Das ist natürlich nichts, wenn der nicht echt ist. Oder natürlich. Das Fallgatter an dem Torhaus über uns öffnen. Perfekt. Okay, jetzt lassen wir für River mal die... Na klar, bei ihr bleibt's ganz stehen. Ups. Na, war ja gar nicht mal so schwierig. Oh, Fässer. Ich hab mich mal in einem Fass versteckt und habe mich aus dem... Nein, das war einer meiner Freunde. Ja, natürlich. Natürlich. Ups. Ihre Öffelein. Oh. Diese Blitze. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und der Wind. Dann hoffen wir mal, dass wir uns da ganz gediegen vorbeischleichen können. Oh, was haben wir hier? Ein nettes Konstrukt. Einfacher Flaschenzug. Wenn einer von uns auf der Plattform steht, kann der andere sie hochziehen. Schlaue Elisabethaner, Gegengewichtssystem. Wir müssen beide auf den Platten stehen, um die Tür zu öffnen. Oder etwas drauflegen, das so schwer ist wie wir. Aber dann können wir nicht durch. Sie wird sich schließen, sobald wir uns bewegen. Dann wollen wir mal diesen Hebel betätigen. Ja, nun. Okay, also einer von uns muss da oben... Okay. Ah, na? Und nu?
rennst du denn jetzt hin eigentlich? River? River? Okay, das wird so nichts. Vielleicht brauchen wir die Kisten. Können wir die hier schieben? Nee, können wir nicht. Wenn wir beide draufstehen, geht das Ding da auf. Ah ja. Dann runter mit der Kiste. Dann ziehen wir. So, River. Ja, gehst du da durch oder? Okay, dann machen wir es so rum. Einmal hier hochgefahren. Hier auch geklettert und hier auch geklettert. Dann machst du genau von der anderen Seite dieses wunderbare Gerät hier vor. Hoppala und hoppala. Und da ist noch Rakisten. Und damit ihr. Dann kann sie wahrscheinlich hier hochklettern. Oder? Wir gucken erstmal, was hier noch ganz oben zu holen ist. Oder auch nicht. Ah, jetzt können wir für sie. Hallo? Nee, das klappt also so nicht. Was haben wir hier oben? Wir können die Winden benutzen, um die Zugbrücke herunterzulassen. Und das geht nur wieder zu zweit. Nochmal. Okay, dann gucken wir mal, was es ausmacht. Hoppala. Oh. Jetzt haben wir ja zwei Kisten, dann können wir beide hinten da durch. River, wärst du so... Danke. Dann hier wieder zurück, einmal hier rüber, dann wieder hier hochgesprungen und dadurch und nein, so rum. Hier rüber. Hier hoch? Nee, dann da. Ah, sind wir da wieder hier. Nee, da kommt sie nicht hinterher. Also müssen wir hier irgendwo noch was machen. Die Kiste da alleine. Oh! Okay, cool, 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 cool. Was machst denn du? Oh. Oh nein. Ich krieg's nicht gebacken, da hochzukommen. Ah, nee. Och nee, komm.
Durch einen Bug kriegt sie es nicht hin. Okay, dann verlassen wir das mal kurz und laden. Ah. Ja, das ist leider nicht ganz so gut durchprogrammiert. Ja, einmal wieder von vorne. Ein einfacher Flaschenzug. Wenn einer von uns auf der Plattform steht, kann der andere sie hochziehen. Schlaue Elisabethaner, Gegengewichtssystem. Wir müssen beide auf den Platten stehen, um die Tür zu öffnen. Oder etwas drauflegen, das so schwer ist wie wir. Aber dann können wir nicht durch. Sie wird sich schließen, sobald wir uns bewegen. Das war ja dieses. Huch. Das. Dann wieder der Aufzug. Dann einmal hier durch. Dann kann sie von der anderen Seite wieder das Ding davor fahren. Ja, das ist manchmal das Problem in dem Spiel wirklich. Also das ist... So gern ich es auch habe. Dass halt doch gerne mal Fehler passieren. Dass die KI dann manchmal so leichte Probleme hat. River, lauf. So, hast du dich jetzt gefangen, River? Kommst du gleich mit, oder? Ja, genau. Dann lass bitte das Brett wieder vor. Ich glaube, das... Uah! Nicht doch. Hui, gerade so noch Gefangene. Ich glaube, das war so ein bisschen das Hauptproblem an dem Spiel auch, dass sich die KI manchmal so ein bisschen vertan hat. Aber so gravierend hatte ich das jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Ah, jetzt hat es. Gut. River, jetzt kommst du bitte nach. Genau. Zugbrücke herunterzulassen. Okay, wenn du die Seite haben willst, kriegst du halt die Seite. Hilf mir hoch hier. Ja, ich bin ja schon dabei, Milady. Oh, vielen Dank. Okay, dann... No? Ah, jetzt. Wie sollen wir an denen vorbeikommen? Irgendwie. Schurke! Huch! Ich bin doch kein Schurke, ich bin der Doktor. Also bitte. Na gut. Eine ruhige Wacht. Nichts bewegt sich. Ja, noch nicht. Warte mal. Kommt noch.
Hier können wir uns dann wahrscheinlich verstecken. Kurz warten, bis er wieder vorbeigeht. Lauf! Oder so. Ich bin immer versucht, hier alles mit dem Schallschrauber zu machen. So wird das nix. Hä? So wird das auch nix. Dann ist runter nicht unser Weg. Nun gut, dann halt wieder hoch. Ja, River wusste wahrscheinlich gleich, wo es lang geht. Die Zeit Was haben wir hier? Durch. Wie erreichen wir sie? Wir müssen einzeln durch. Ja, Freunde, und wie wir diese erreichen, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn Scotty wieder mal mit dem Doktor durch Raum und Zeit reist. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.